Und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wir sind gerade auf dem Weg nach Tschechien, weil wir da ein Meeting haben. Hinter der Kamera ist der Vince, der begleitet mich. Wir sind ganz allein unterwegs ohne Trainer, aber wir kriegen das schon hin. Wir fahren jetzt noch knapp 2 Stunden, dann kommen wir an und dann haben wir ungefähr 1 Stunde, bis wir uns warm machen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt angekommen in Tep und laufen gerade irgendwo da hinten, das ist das Stadion, laufen jetzt darüber. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir laufen. Ne? Wir laufen heute 150 und 300, aber eigentlich auch komplett aus dem Training raus. Also wir haben gestern noch Kraft gemacht. Genau, es wird sehr spannend. Ich habe Bock. Vince, wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch Bock. Ach, und ganz wichtig. Heute Abend ist Euroleague-Finale von Frankfurt gegen Glasgow, ne? Glasgow, wir werden es auf jeden Fall im Livestream verfolgen, wenn es schon ganz heiß. Er hat sogar sein Frankfurt-Trikot dabei. Er wollte eigentlich auch im Frankfurt-Trikot laufen, aber das funktioniert nicht. Aber zumindest beim Warmmachen geht das. Da kann man sich so warm machen. Das ist wie so ein Tunnel. Zeig ich mal. Sieht man jetzt nicht mit dem Schatten. Und schauen wir mal, wo wir uns jetzt melden müssen. So, wir haben jetzt gefunden, wo wir uns melden. Man muss irgendwie keine Stellplatzkarte oder so abgeben. Startnummern haben wir auch nicht. Wir gehen also einfach zum Start und laufen einfach los. Es wird so lustig. Zögerungen und so kurz vorm Start und dann passt das. Und außerdem, wenn man beim Deutschen ist, hat man ja auch Kohlen von, keine Ahnung, 20, 25 Minuten. Und das ist jetzt nicht so schlimm. Ich mache jetzt immer mal wieder so einen kleinen Ablauf und dann geht es aber schon rüber zum 300 Meter Start. Der Vince ist auch soweit ready schon und wir haben Bock. Tak bylo startováno a podívejte se, jak za to vzala Tereza Petržilková, už je opticky na čele, za ní se vydává Tereza Pokorná z Berouna, takže to nebude mít jednoduché, jenže Tereska je originál čtvrtkařka, ale vidím, že se skutečně Pokorná drží velice dobře. Máme cílovou rovinku. Petržilková si běží pro druhé vítězství. Jetzt gibt es fast live ein Update. Ich bin 5 vor 5 Minuten ins Ziel gekommen. Ich bin Zweiter geworden in meinem Lauf. Ich bin eine 38-18 gelaufen. Das war echt sehr gut. Ich bin echt gut und lang an der ersten, also konnte mich gut an ihr orientieren. Ich dachte noch, ich gehe vorbei, aber die war schon ziemlich stark. Die ist eine 37-40 gelaufen. Genau, aber es hat sich sehr gut angefühlt. Jetzt haben wir eine Stunde Pause. Oder weniger und dann wird schon 50 Meter geballert.
freue ich mich schon drauf, aber ich soll, muss ich klarkommen. Gumy a německá sprinterka Maike Schatzschneider je v dráze číslo 6. Tak a už tady máme závěrečnou rovinku. Petr Šilková teď za to zatáhla a už dočela a za ní běží německá sprinterka. A 150 auch geschafft. Ich bin wieder Zweite geworden und Vince hat die 150 gewonnen. Er musste einfach zu diesen Stadionsprechern, wurde interviewt. Richtig geil. Ich habe mich bepisst vor Lachen vor meinem Start, weil er vor mir dran war. Ja, 150. Ich bin eine 18:11 gelaufen. Das ist sehr gut. Ich freue mich. Ich bin sehr zufrieden damit. Mein Beuger, ich habe so ein bisschen mit einem Nervprobleme. Der hat so zwischendurch immer so ein bisschen zugemacht. Da muss ich so ganz Ticken rausnehmen. Und dann konnte ich wieder Gas geben. Also ich wollte jetzt auch nichts riskieren. Aber sonst hat sich das richtig gut angefühlt. Wir laufen uns jetzt aus, holen noch unser Preisgeld. Also obwohl ich weiß gar nicht, ob es bei 150 auch Preisgeld gibt, aber 300. Und ja, dann müssen wir losfahren und dann gucken wir Frankfurt. Und jetzt gucken wir mal, was der Witz zu sagen hat. Was sagst du? Wie war's, Vince? Der 300er war solide und der 150er war überragend. Und dann ich komme auch nach Regensburg. Das ist dein Club, ja? Ja, genau. Am 3. Sparkassengala. Okay. Ich komme mit Staffel. Cool. Mit tschechische Staffel. Männerstaffel. Spannend. Ja, 4x400. Wir laufen auch. 4x400. Ja, Deutschlandstaffel. Ja, Deutschland. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Es hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, nach Tschechien gefahren zu sein. Fazit habe ich euch schon gegeben und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir